When you're in a one-on-one tournament, you have no one else to rely on. Nothing to depend on except for your own skill and your own will to win. The game depends on you. It's movement, it's activity, which we're here for today. It's about to get live. It's the Red Bull King of the Rock 2012. That's game. Cross and make them fall to their knees. That's game. Lay it up high off the glass. That's game. Behind my back, no look past. That's game. Ein Spiel dauert 5 Minuten. Running time. Wir haben eine 14 Sekunden Wurfuhr, also eine Shot Clock. Also das heißt, ein Offensivspieler hat 14 Sekunden Zeit, seinen Angriff abzuschließen. Wenn ein Spiel ist vorzeitig beendet, wenn es 11-0 endet, das ist die sogenannte Skunk Rule. 5 Fouls darf man machen, individuelle 5 Fouls. Wenn man 5 Fouls begeht, ist man automatisch disqualifiziert für diese Partie, hat automatisch verloren. Ich habe nur 5 Minuten Zeit, alles zu geben. Das ist der große Unterschied. Today is the finale of the Red Bull King of the Rock one-on-one tournament for Austria. The winner of this tournament gets a chance to go to the Real Rock in Alcatraz, San Francisco, and compete against the rest of the King of the Rock winners to see who's the true King of the Rock. Are you guys ready for the finals? Auch die Hals sind schon mal gegeneinander, aber jetzt geht's um was, jetzt musst du ein bisschen härter spüren. Du musst fast ein bisschen ausschalten, dass dein Bruder ist, aber es geht halt. Also es geht mehr als um den ersten Platz. Mit keinen Vorgedanken mehr drüber. Ich gehe einfach rüber, um Spaß zu haben und mein Bestes geben, um unser Land zu verteidigen und gut zu repräsentieren. Hat sicher Spaß gemacht.